Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Zombie Army Trilogie. Mal wieder mit einem sehr verstörenden Bild von Patrick und Robert. Wir haben es hier liebevoll den sterbenden Schwan genannt. Wobei Robert den sterbenden Schwan darstellt, ne? Das ist jetzt nicht ihr Entlein. Krücke! Krücke! Nee, wie macht ein Schwan? Ja, natürlich, so macht ein Schwan. Go! Ja, das ist, ja, einfach, ja. Hi. Oh, der hat, glaube ich, zu lange auf die nächste Nachricht gewartet, der Typ hier. Das ist der, der die Atombombe gesendet hat. Oh, ist eng hier. Diese ganzen Penner hier, geht weg. Ist ja was? Nein, gehen wir mal hoch. Ja. Hä, wer geht zurück? Hier lang. Ich glaube, das war am Ende von Sniper Elite 2, wo wir in den Flak mussten. Wir sollen schon wieder beeilen. Ja, da war so ein Beschwörer. Komm, 39er Combo, gleich habe ich eine 40er. What? Nein, Combo abgebrochen! Nein! Ah, 39er Combo! Aber 39 ist fucking gut. Aber ich komme zurück. Ich habe wieder meine Vierer-Kombo. Weiter geht's. Oh, also das Gelände sieht wirklich ganz schön kaputt aus. Meinst du? Etwas. Nee. Das muss so sein. Ja, ja. Hört dazu. Oh, das war der falsche, wo ich gegen getreten habe. Oh. Was ist mit dem da oben los? Ja, ein Fan! Oder auch nicht. Der wollte uns zujubeln, hast du das nicht gesehen? Oh, Preacher! Preacher! Ja! Geht aus dem Weg! Jetzt legen wir hier mal richtig los. Obwohl, dann könnte ich ja deine Schrotflinte mal ganz kurz hier mit aufnehmen. Mach so, das. Munition voll. So, let's get ready to rumble! Wenn wir mal irgendwann Zombies... Oh! Oh verdammt, ich bin hier über eine Stolperfalle anscheinend getreten. Robert, nicht bewegen. Ich guck mir hinten mal. Oh Gott! hier ist ein Dings da, da geh in den Minenbunker rein. Was ist da? Weil ein Gennest und so. Dachte ich, ist vielleicht nützlich. So, werde ich mich jetzt mal. Müssten es eigentlich nicht Feinde kommen? Ah, jetzt kommen sie. Ja. Ich werde hinten ein bisschen decken, Patty. Ja, ich bleib hier auf dem Schlachtfeld. Ah, hier drüben ist noch ein Gennest, hier auf der linken Seite. Geschützturm. Boah, das ist so unpräzise auf der Ferne. Mann, ist das scheiße, ey. Also, du bist definitiv abgesichert, Patty. Oh, schön. Ich will nicht wissen, wie du ihn abgesichert hast. Eine Stolpermine direkt vor der Tür und zwei Landminen links und rechts daneben. So muss es sein. Ja, das Skelette. Ja, wirklich, das sind eigentlich nur Skelette, ne? Schön machst du das. Kommt her. Tschüssi. Und Preacher! Bam! Boom! Was, ah, die Munition doch aber auch verschwendet, ey. Ich schieß gar nicht. Ich mache nur ein bisschen Backup. Mal gucken, wie weit die Stolpermine reicht. Das ist geil. Lalalala, so. Aber das Schöne ist, dieses Ding ist keine Falle. Das ist eine Warnung für uns, wenn jemand kommt. Ja. Stimmt. So. Dynamit, wo lege ich denn das Dynamit hin? Keine Ahnung. Warte mal. Patty, ich verlasse deinen sicheren Bunker. Daniel, ich lege ihm dir mal Dynamit hier drüben hin. Oh, was? Die haben Rüstung! Skelette mit Rüstung, what the fuck? Robert, aufpassen! Robert! Hey, dafür konnte ich jetzt nichts! Doch, du stehst auf dem freien Feld, mein Freund. Achtung, da kommen welche. Ja, komm, wir gehen in den anderen Geschützturm rein.
Die halten die aus. Ich versuche hin und her zu laufen. Dani, die kommen rein bei dir. Ja, ich merke es. Ah. Verdammt. Ich bin auf dem Weg. Also gegen drei random. Kommen noch welche. Machen. Komm schon. Ah, geh zurück, komm. Bleib weg. Patty, wir sind hier gerade ein bisschen eingekesselt. Die kommen, glaube ich, jetzt alle zu uns. Ja, warte. So wie es aussieht. Fuck! Was denn? Alles gut, du lebst noch. Ah, gut. Ah, knapp, du. So. Oh Gott, geht weg! Kommt zu euch. Patty, wie sieht's bei dir drüben aus? Ganz gut soweit. Okay, gut. Wir kommen zu dir rüber. Ja, ist, glaube ich, besser. Halleluja. Robert, einer links, einer rechts. Ja, ist gut. Wow. Na, noch jemand? Ich bleib mal hier drauf stehen auf den Dingern. Du bleibst nicht drauf stehen, Robert, das ist unsere Alarmanlage. Ganz so schnell, ich krieg die nicht. Ich geh mal ganz kurz Muni holen. Gott, jetzt muss ich andersrum. Wir kommen zu dir, Robert, aufpassen. Alles super. Uiuiuiui. Okay, komm, noch welche aufpassen. Könnt ihr mal hier rüberkommen? Die gehen sonst so schnell aus dem nein. Sichtfeld von mir. Ich krieg sie sonst nicht. Robert, komm her. Bin auf Weg. Ja, nee. So, ich krieg die so nicht, wenn die da rumrennen. Vergesst Mann, die sind halt schnell, die Viecher. Das ist halt ja. So. Oh, kriege ich so schon her. Wunderbar. So, ich stell mich hier hin. Robert, der Lockvogel. Tanz! Ja. Oh, okay, schieß mal darauf. Oh. Sieht doch ganz gut aus. Das ist nur die Vorhut, bin ich mir ganz sicher. Oh, die Viecher nerven. Viele kommen da noch, hä? Müssen wir irgendwas triggern oder so? Müssen wir irgendwas machen? Wollte schon sagen, aber. Ich würde mal echt sagen, wir müssen auf die Alarmdinger drauf. Eliminiere aber. Die Bedrohung im Nebel. Es sind vier Alarmdinger, Robert. Das würde nicht passen. Danke. Eliminiere die Bedrohung im Nebel, sag mal. Ich geh mal näher an den Nebel ran. Ich geh nicht näher an den Nebel ran. Geh mal hier nach links. Geh nicht nach links. Ich komm da eh wieder zurück. Okay. Weil die rennen immer zum Einzelnen. Die rennen immer zum Einzelnen rüber. Wir sollten zusammenbleiben in der Situation. Ausnahmsweise mal. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas triggern jetzt. Ja, weil das kann doch nicht sein, dass die immer nur die bringen. Die spawnen jetzt endlos scheinbar. Ich gehe davon aus, dass wir wirklich auf die Alarmdinger drauf müssen. Da waren wir doch schon. Wir müssen die Bedrohung im Nebel eliminieren. So, ihr geht darauf und ich gehe auf einen hier auf die andere Seite. Nee, es bringt nichts. Wir rennen sofort wieder zum Einzelnen rüber. Was ist denn hier? Okay, ich kann ja gar nicht weiter. Toll. Nee, das sind Warrior. Ich glaube, das ist wirklich erstmal endless. Bis weg, dann weg.
Müssen wir vielleicht gleichzeitig auf die Dinger drauf? Patty, eins. Nee, zu mir. Nee. Das ist auch nicht. Ich würde mal sagen... Hier sind aber zwei. Ja, hier drüben sind auch zwei. Das ja, sind das vier ist insgesamt, wir sind doch so dritt. Vier, aber wir sind ja keine vier Leute, ne? Das ist ja das Problem. Vielleicht der hängt? Nee, auch nicht. Oh, die waren aber schön in Reihe. Das ist jetzt etwas verwirrend. Also normalerweise hat sich das Problem mal gelöst nach einer Weile. Richtig, aber diesmal nicht. Irgendwas, wo wir hin können? Nee. Nee. War nicht. Ach, aber ich bin Lehrer. Dankeschön. Das ist wirklich. Hm. Weil normalerweise hatten wir immer Ansturm und dann war fertig. Und vielleicht dauert der wirklich so lange. Aber die bringen immer nur die Viecher. Machen immer nur das hier. Das ist ja, immer dasselbe. Das ist das, was mir in den Spanisch vorkommt, so ein bisschen. Toll. Der Typ hier? Déjà-vu. Nee. Auf den habe ich auch schon geschossen. Hier ist ein Panzer. Au. Ah, oh, scheiße. Oh. Drei auf einmal war nicht so gut. Nee, sollte man sich nicht mit anlegen. Ja. Na, schön. Aber im Nebel ist auch nur so ein Zombie, auf den man schießen kann, oder? Hm. Whatever. Nee, da nicht. Nee, die erscheinen da hinten, random. Die erscheinen da hinten einfach Fuck. Nur, ja. Wie war das mit rein? Sollte man sich nicht anlegen? So, jetzt muss ich aber auch nur einmal sterben. So, kommt her, ich will jetzt auch sterben. So. So, jetzt könnt ihr mich auch wieder beleben. Das ist eigentlich die perfekte Strategie. Einer stirbt, dann wird er wiederbelebt. Ja. Ohne Munition zu verschwenden, ja. Richtig. Funktioniert. Kommt her! Der Nächste. Alles klar. Ohne Scheiß, ist das jetzt ein Bug oder ist das ein Feature? Ich hab keine Ahnung. Kuscheln! Kommt, lass uns mal alle drei hier hinstellen auf selbe Höhe, mal gucken, wo die hingehen. Wen sie am meisten mögen. Lisa liebsten haben. Das ist, glaube ich, eindeutig. Oh. Alles klar. Geil. Ich opfere mich freiwillig, kommt her, ich warte jetzt mal beim Panzer hier. Kommt zu mir. Oder auch nicht. Auf dem bleiben hier. Zu schön. So. Wollen wir uns mal alle drei töten lassen und dann nochmal von vorne machen? Ja, besser wär's, oder? Weil es kann ja nur ein Bach sein. Kommt her, kommt her. Wir können nicht. Ja. Wir können doch nicht sagen, Escape neu starten. Nein. Wir müssen uns töten lassen. Ja. Was anderes. So, jetzt bleiben wir aber alle hier auf dem Haufen. So. Alles klar. Oh, okay, mal gucken, ob das ein Bug oder ein Feature war. Ich schlage vor, das machen wir aber das nächste Mal aus Roberts Sicht weiter. Da werden wir die Rätsellösung erfahren. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.